Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der FC Bayern Karriere und wir holen uns einen weiteren Stürmer. Ich bin nämlich ganz fix auf den gewissen Herr von der Eintracht, von Alexander Meyer. Ich wollte eigentlich zuerst Maximilian Meyer eingeben, ich weiß nicht warum. Aber der ist schon so teuer, so alt, so teuer. Anfrage zu Alex Meyer, nein. Kauf kontaktieren. Du bist satte 8 Millionen. Gut, dann kriegt die Eintracht für dich. Naja, weißt du was? 10 Millionen. Oder 10 Millionen für dich, das ist dann okay. Für den Alexander von der Eintracht. Und ich glaube, wir holen uns, ich weiß nicht, der spielt momentan eine gute Saison, auch von der Eintracht, Seferovic. Ja, für Kauf kontaktieren. Und dann auch 10 Millionen, du wirst, ja, okay, formdürftig. Na, dann wird er wahrscheinlich zu uns kommen, wenn die Eintracht das so sieht. Ist ja gut für uns. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin, ja. Ich musste kurz überlegen, ob ich die Einstellung richtig gemacht habe. Für Seferovic. Was? Ich kann das nicht richtig lesen. 15,5! Nein! Ich will ein Gegenangebot machen. 12 Millionen. 12 Millionen, mehr nicht. Naja, 12,5 würde ich noch gehen, aber höher nicht. Akzeptiert. Oh, nice. okay, wie viel kriegst du denn momentan? 60.000, dann kriegst du bei uns 65. Ja, kriegst 75, meine ich natürlich. Alter, wenn man da oben mal hinguckt, wie viel der haben will. Du willst Vertragsdauer nur ein Jahr, kriegst aber nicht. Essentieller Stammspieler. So. Mein Kabel vom Headset verheddert sich gerade die ganze Zeit. Wir gehen weiter und direkt wieder Angebot akzeptiert. Haris Seferovic. Gut, wie viel willst du denn? Und du willst 130. Du kriegst 70. Du bist jetzt nicht der Burner so wie Meyer, aber du bist jünger. Deswegen, also war es 75. Jetzt bist du essentieller Stammspieler, dann bist du bei uns auch essentieller Stammspieler. Gut, und damit haben wir gleich zwei Spieler weiterhin. Gegenangebot erhalten. Was denn? Gehalt 160. Alter, der will wirklich. Mann, ich kann dem aber keine 160 geben, Alter. Das ist viel zu viel für den. Ich werde die halt immer so abwechselnd spielen lassen, so.
In der Allianz Arena ist es heute der FC Bayern München gegen die Bayer 04 aus Leverkusen in der Bundesliga. Ja, Wolf Fuß und Frank Buschmann sind nicht die Spielkommentator, sondern heute der sehr geehrte Galatasaray LP. Dort oben sind die Außenseiter, die Bayern. Hier ist unsere Aufstellung. Doch nicht. 2 Tore im letzten Spiel. Ja, Thomas Müller, unser Torschütze für gegen den Hoffenheim. Ich will mal HSV sagen. Ich weiß nicht warum. Naja, unsere Aufstellung habt ihr ja gesehen. Hier nochmal kurz im Überblick. Ja, sehr toll. Jetzt nochmal schnell die von Bayer Leverkusen. Aha, aha, ja schön, ich lese das jetzt nicht voll. Okay, ja, dann kann es ja losgehen. Der Schiedsrichter heißt heute, wie, dann halt nicht. Naja, es geht los und ja, Bayer Leverkusen hat Anstoß. Die Bayern hoffen natürlich wieder einen Sieg einzufahren. Ist zwar das Topspiel und könnte spannend werden und das könnte auch schon gleich das 1-0 für die Leverkusener sein, ist es aber nicht. Puh, das war knapp irgendwie. Ja, schön, der kam doch da. Nein! Ey, dann nimm doch auch den Vorteil, ey. Komm schon. Nein, da doch nicht. Robben! Dann eben Benatia, nein, Vidal ist verletzt. Och nee, und wir haben niemand anderen. Doch, Götze, oh, danke. Okay. Hey, ich hab doch Dreieck gedrückt, Alter. Nein, der passt. Ja, das war so klar. Oh, komm schon, runter. Ja, lauf. Lauf. Martinez, geh drauf. Nein, reicht nicht. Nein, oh, Benatia. Komm schon, ja, schön. Okay, jetzt Robben. Robben macht man einen Alleingang nach vorne erstmal. Ja, als ob der genauso schnell ist. Okay, jetzt aber. Jetzt. Nein, Müller. Knapp. Nein, hat nicht funktioniert. Ja, doch, Lewandowski. Okay. Habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Komm schon. Drauf, Götze, drauf. Ja, sauber. Und echt jetzt. Das war Hand. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, Philipp Lahm, bitte mach den, bitte mach den. Der wird nicht gehen. Ich weiß nicht warum. Oh, der war gar nicht so schlecht. Schön von Alaba, aber der kam nicht an. Aber Götze holt ihn sich. Götze, Alleingang hat aber nicht funktioniert. Was macht Robben eigentlich im Zentrum? Jetzt mal ernsthaft. Komm schon, hoch, Reus, Reus, lauf! Nein! Oh. Alter! Ja, und es gibt jetzt Freistoß für die, oder was? Das meint er doch jetzt nicht ernst, oder? Alter, der rempelt mich um und die kriegen Freistoß?
Mann, ey. Ja, schön. Und jetzt auf Benatia zurück. Benatia mal mit im Angriff. Schlägt sich auch gar nicht so schlecht. Na, Kacke. Ja, und wir faulen natürlich wieder, als ob. Schön von. Alter. Der Schiedsrichter ist echt hartnäckig, ne? Ach komm, das kannst du doch jetzt nicht wieder als Vorteil werten. Mann. Ja, schön von Neuer. La, ne, Götze ist das. Ich verwechsel die gerade die ganze Zeit. Lahm und Götze. Ich weiß nicht warum. Komm schon, Müller. Ja. Lauf. Lauf. Zurückziehen. Ja, sauber. 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 Und Tor. Tor für den FC Bayern. Thomas Müller. In der 35. Spielminute Tor für den FC Bayern München. Getroffen hat unsere Nummer 25, Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. Ja. Gut. Wow. Super Tor. Ja, da freut er sich. So, warum auch immer Lewandowski jetzt eine gelbe Karte bekommen hat, ich weiß es nicht. Aber wir starten auf jeden Fall weiter durch. Komm schon. Götze, Götze, nein. Oh, langsam. Schön, nein. Oh, Kacke. Alter. Ich muss ständig aufstoßen. Ja, da steht zwar keiner, aber der hat ihn angespielt, oder? Hä? Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dieser Schiri. Schön, na, den hätte er jetzt aber auch in die Hand nehmen können. Und Müller wieder. Müller, Müller, Müller. Nein, setze ich nicht gut durch. Ah, da kam noch mal jemand hinterher. Ich habe nicht schnell sehen können, wer das war. Ah, fuck. Ja, okay, das war jetzt unnötig. Das war aber auch wirklich nicht so geplant, das muss man jetzt sagen, ne? Ach komm, gleich mit Rot? Sag mal, der Schiri hat sie doch einfach nicht mehr alle. Das kannst du doch nicht mit Rot machen. Ach, jetzt ernsthaft, dein Ernst? Vor allem, er hat ihn ja nicht mal berührt, wenn dann war es der andere. Nein, der geht vielleicht rein. Alter Hakan verschießt. Puh. Okay, und jetzt ist es vorbei. Das war außerdem voll scheiße gespielt, ne? Naja. Erste Halbzeit vorbei. Der FC Bayern führt 1:0. Und dann sehen wir uns gleich in der zweiten Halbzeit. So, zweite Halbzeit, keine Auswechslung. Ich habe jetzt aber mal Lahm hinten reingestellt mit.
halt dadurch, dass ja Martinez eine rote kassiert hat, obwohl voll unnötig, aber egal. Ja, und deswegen Lahm hinten rein, zwei Schüsse, ein Tor. Damit wir halt hinten mehr Stärkung haben, weil Leverkusen ist gerade nicht wirklich schlecht und hat es auch schon so weit getrieben, dass wir eine rote und eine gelbe. Ja, und das ist wieder nichts. Der schmeißt sich da direkt vor mich hin, um dann zu sagen, dass er nichts getan hätte. Naja, Lahm gleich mal wieder mit einer guten Aktion hinten drin. Na, das war aber schlecht von Alaba. Man muss Alaba jetzt aber auch wieder ausfehlen. Oh, come on, ey. Oh, Neuer. Alter. So, jetzt Robben. Robben wird geschickt. Robben. Na, aber immer in der Ecke. Er darf die Ecke schießen. Reus, okay. Ah, das könnte nicht perfekt sein. Der nimmt den natürlich auch wieder an, ey. Nein, oh Mann. Komm schon, drauf, nein. Benatia, was macht der eigentlich so weit vorne immer noch? Klar, er hatte die Kopfballchance, aber er hat sie ja so oder so nicht genutzt. Na komm schon. Alaba, du bist schneller als Kramer. Als der Christoph. Ja, die Flanken sind hier voll übertrieben. Die gehen immer fast ins Tor rein. Die hat eine Auswechslung. Ich habe nicht nachgeguckt. Hä? Brand kommt für Hyungmin Song. Was sehr toll ist. Ich weiß nicht, ob toll oder schlecht. Nein, boah. Komm schon, nach vorne preschen einfach. Das muss jetzt hier klappen. Ah, gegen Augsburg ist die nächste Partie. Alles klar. Komm schon. Ja, sauber. Reus, na, nicht ganz so toll. Müller, Reus, schön aufgepasst, aber schlecht geköpft. Oder halt auch schlecht von Götze auf ihn zugekommen. Aber Lahm klärt. Wow, Alter. Okay, Lewandowski zurück auf Reus. Alter. Nein! Nein! Ja, ich habe gerade geschossen, ey. Und der schubst mich da um. Und das gibt wieder nichts. Genauso wie gegen Reus, das war auch nichts eben. Aber ist okay. Mann. Und Leverkusen spielt als nächstes gegen Darmstadt. Irgendwie gegen jeden, den wir gerade spielen, spielt er als nächstes gegen Darmstadt. Nein, oh, das war scheiße, aber. Nämlich eben Hoffenheim, oder davor, vor zwei Tagen, Hoffenheim. Ist dann voll scheiße da gewesen. Und jetzt, voll scheiße da gewesen. Nee, gegen Darmstadt war das nächste Spiel. Und jetzt ist Leverkusen gegen Darmstadt danach. Naja. Da hat der Leverkusen, glaube ich, in echt 1-0 verloren. Mal sehen, wie es bei uns wird. Fuck. Dann auch noch in der 75. Och nee, Freunde. So, jetzt aber bitte nicht. Nicht wegen so einer Scheiße. Mann, verpiss dich. Komm schon, Reus. Nochmal. Du. Nein. Ach, komm. Ich komme da einfach nicht durch.
Nein! Nein! Ach komm schon, das kann jetzt nicht wahr sein, dass wir das jetzt hier noch zum Unentschieden verlieren. Ey, warum haben wir denn keinen Einwurf? Schnoglu geht raus und dafür kommt irgendjemand anderes. Ich konnte es gerade nicht. Emre Can, glaube ich. Nee, Emre Can ist Spiel bei Liverpool. Irgendjemand anderes kam auf jeden Fall. Mann, ich. Alter! Was machen die denn? Ja. Hä, das war kein Rückpass, Neuer. Den hättest du dir auch in die Hand nehmen können. Alter, 87. Ja, wir trennen uns, glaube ich, 1-1. Ich will mich aber nicht 1-1 trennen. Ich will hier den nächsten Sieg einfahren. Ich glaube, ich habe das nämlich wieder auf Weltklasse gelassen, ich Trottel. Och nee. Schön. Ja, jetzt. Nachspielzeit! Alter! In der 91. Spielminute! Tor für den FC Bayern München! Getroffen hat unsere Nummer 9! Robert Lewandowski! Robert Lewandowski! Und nochmal Robert Lewandowski! Neuer Spielstand, Bayern 2, Leverkusen 1. Oder neuer Spielstand, Bayern 3, Leverkusen 0. Okay. Jetzt vorbei, Freundchen. Pfeif ab. Ja, nächsten 3 Punkte eingefahren. Im Topspiel. Ja, dann sehen wir uns übermorgen und Neuer läuft wieder ins Netz. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und tschüss, bis übermorgen.